Und weiter geht die wilde Tour hier mit uns allen. Mit uns zwei, nicht allen. Das sind doch wir beide. So, natürlich. Ach Gott. Will ich ja auch noch ein bisschen was mithelfen. Zwei große Ziegelsteine Ton hast du schon drin und zweimal Zementsäcke. Hast du nicht schon zweimal Ziegelsteine Ton? Hä? Da müssen vier rein. Habe ich gerade bloß zwei gelesen oder was? Ach so, ja, noch zwei. Ja, okay. Voll das Krangeheule hier. Doch toll. Passt. Nein, nein, nein. Gekreuzt. Ja, ich bin runtergegangen. Ja, hat automatisch den Bausteinbereich freigemacht oder was? Nein, wir standen weit genug weg. Ach so. So, besorge zweimal Schnittholz. Fichte. Okay. Wir stehen jetzt beide draußen. Na, das meine ich ja. So, wo muss denn das hin? Ach, das muss wahrscheinlich ins Haus wieder, oder? Höchstwahrscheinlich. Ach, hier oben ist ja easy. Das war zu offensichtlich. Ach, da, ja. Ach so, kannst du es mal dann noch frei machen? Was frei machen? Die Ladung ist noch gesichert. Ich Oh, mach ich bin schon gerade im selber. Kran drin. Scheiße. Ich mach grad nicht, ich bin gerade runtergefallen. Ich seh's gerade. Ah! Er ist in den Keller reingekommen. Was soll da jetzt oben rauf? Alles an Holz? Alles, was hier bei mir an Holz ist. Okay. Ich glaube, das gut geht. Zwei Kräne hier am Rumtüdeln. Siehst du, läuft da wie geschmiert hier. Ich habe meins schon safe abgestellt, ne?
es sieht doch schon schick aus, wie wir das machen, oder? Schon voll Profi gekonnt hier. Ja, auch unten ist angebrannt. Ah, jetzt, warum auch immer das nie ging. Da, wo du stehst, sollst jetzt hin. Sind meine Stützfüße immer noch nicht eingefahren? Nee, aber das Zeug haben wir noch nie da. Wieso? Hast du es noch nicht geholt, oder? Nee. Doch, das sind doch die Bitumen und so, oder nicht? Nee, wir sollen jetzt... Ach so. Warte mal, was sollen wir denn erst holen? Die 4 Dachpfannen, die 2 Isos und 2 Bitumen. Ja. Du hast einmal Dachpfannen da, 2 Isos und 2 Bitumen. Ja. Und ich gehe jetzt den Rest holen. Ja, gut. Na dann, gutes Gesetz. Das habe ich ja vorhin nicht mehr drauf gekriegt. Ach ja, das ist ja was, stimmt. Das Holz braucht mehr ohne. Wäre das kleine, wären das bloß 4 kleine Pakete gewesen, wäre ja alles okay gewesen. Hätte man das ja kleiner holen können. Ja, das stimmt. Naja, wir haben jetzt trotzdem schon ganz schön viel gerissen im Endeffekt. Mhm. Ich bin jetzt auch gleich wieder beim Baustoffhändler. Mhm. Da sind ja nur noch die Dreier hier. Siehste. Isomaterial soll auch schon mit drauf, ne? Soll alles drauf. Gut. Alles, was da ist, haben wir jetzt nur noch drauf. Gut. Weißt du, wenn die, ob das die gerade die letzte. Ah ja, ist schon. Ja, Abschnitt 6. Kann ich jetzt da aufschmeißen, wie ich lustig bin im Endeffekt. Ja, okay, nie ganz, aber egal, steht erstmal drauf. Und wieder einziehen. Das passt jetzt, oder? Ja. Bist du wieder auf dem Rückweg? Was? Bist du schon wieder auf dem Rückweg? Nee, noch nie. Ich muss gerade noch erklären, dass es ordentlich ist. Aber habe jetzt alles zusammen und fahre jetzt. Gut. Also, muss das Auto noch wieder zusammenschubsen, aber. Ja, ich weiß.
Loppalappalappala. Zur Baustelle. So, ich bin on the way. Gut. Und da. Ich habe meinen Kran noch ausgefahren gelassen. Wir haben jetzt durch 3 Folgen gebraucht für den Auftrag, oder? Oder waren das 2? Ja, aufgrund des Betonmischers so halt. Ja, genau. Weiß, wir konnten ja nicht so schnell vorwärts machen. Also, das war ja jetzt ein bisschen ja, übermütig gewesen. Aber egal. Egal, also Kohle stimmt jetzt, ne? Ja, wenn wir gleich fertig sind, auf jeden Fall. Ja. Vor allem wird es dann nochmal fett Erfahrungspunkte geben. Ja. Und dann kriegen wir vielleicht schon wieder noch fettere Aufträge. Richtig. Hat hier alles seinen fetten, fetten, fetten Vorteil. Boah, sag, wenn wir denn blind. Wenn wir denn nochmal etwas mit Beton nehmen, dann brauchen wir definitiv die Betonpumpe. Ja. Weil sonst muss ich gucken, dass ich wieder mein Fahrzeug da irgendwo reinparke. So, ich mach frei, da kannst du schon nehmen. Das tust du eh schnell hier abwerfen, da brauche ich jetzt nicht machen, das ist Quatsch. Eben. Aber ist ja schon mal ein schickes Häuschen bis jetzt. Ja, mal gucken, was gleich noch rauskommt. Ja. Ist leer. Ich fahre schon mal raus hier. Na? Du musst selber noch richtig rausfahren, wa? Ja. Ready! Yay, 6000 Erfahrungspunkte. Ja. Echt fett. Das war jetzt ein geiles Ding. Hat aber auch. Hat ja auch Arbeit gekostet. Einiges. Oh, doch! Sogar mit Solarpanelen. Schmuck. So. Wie viel Knete hast du jetzt auf dem Konto gerade? 254.000. Und ich habe 105.000 noch. Das ist doch ordentlich. Ja. Ja, aber. Das. Müssen wir echt sagen, haben wir hier schick gemacht. Ja, das war doch mal wieder. Nice und so. Genau. Ich fahre nochmal rum, damit ihr mal die andere Seite seht. Ja. Die Familie hatte Geld. Das haben wir jetzt. So ungefähr. Naja. Schick, schick. Ja. Wollte ich euch mal aus der Folge verabschieden und dann hören wir uns in der nächsten und da schauen wir mal, was wir da anfangen zu bauen. Da werden wir bestimmt wieder was Vernünftiges, Geiles finden, bestimmt. Ich denke auch. Gut, dann bis zum nächsten Bauprojekt in Construction Simulator 2015. Bis dann.